Hi Leute, ich grüße euch zu einem Video von mir. Bin heute mal instant los, völlig andere Plätze, weil sonst angle ich ja meist auf einem anderen Platz. Aber dem war ich letztens dort, aber dem lasse ich jetzt ein bisschen Ruhe, weil da wollen wir am Wochenende mit dem Kumpel das letzte Mal eine Nacht machen, bevor die Schonzeit kommt. Er hat auch ein bisschen Geburtstag, da ein bisschen Geburtstagsfischen. Jetzt bin ich hier, habe extra einen See ausgesucht, wo ich zwei Abschnitte nebeneinander habe, wo ich einfach beide Abschnitte schön im Auge sehen kann. Jetzt bin ich in der Früh gekommen, auf beiden Abschnitten schon einen Fisch springen sehen, habe mich jetzt auf die linke Seite entschieden, werfe jetzt nochmal eine Route da, wo ich den Fisch gesehen habe und eine Route, weil ich auf einen Spot kenne, den ich selber persönlich kenne. Und aber trotzdem dann die Augen offen halten auf beide Seiten. Und dann kann man eventuell, falls drüben mehr Fischaktivität ist, einfach rüberweichen in das andere Gewässer. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich mache instant raus, einfach mal so probieren. Am anderen Platz einfach mal. Werde jetzt hier mal beide Routen mal auf Blowback ausbringen, weil wir haben Schnee, es hat wieder geschneit und das ist fast Ende April. Es ist sehr kalt, wir haben jetzt 2 Grad Außentemperatur, die ganze Woche schon sehr, sehr kalt. Ich denke mal, dass diese Fische von der oberen Schicht ein bisschen runtergezogen haben in die tieferen Lagen wieder. Das denke ich mal, dass 5 Meter sicher keine schlechte Entscheidung ist, aber das werden wir dann sehen, falls wir den Fisch fangen. Jetzt machen wir einfach meine Routen fertig, wirft die aus und dann schauen wir später einfach nochmal. Eine Stunde vergangen, die Routen liegen jetzt schon drin. Fischaktivitätmäßig habe ich bis jetzt nahe noch einen gesehen, in dem Areal, wo ich angle, aber der war ziemlich weit weg. Wäre nicht möglich zum Anwerfen von meiner Seite aus. Zwar, ich habe im anderen Abschnitt hinten mal schauen, ob ich da ein paar Fische springen sehe. Habe ich seit morgen früh auch keinen mehr gesehen. Weiß jetzt nicht, wie die Außentemperaturen, weil wir haben jetzt momentan echt sehr, sehr lange schon kalt. Wie das natürlich Auswirkungen auf die Fische hat, auf ihr Fressverhalten hat. Das Wasser wird auf jeden Fall ein bisschen abgekühlt sein. Wir haben dann nur noch teilweise in der Nacht wieder Frost gehabt, nur noch 2-3 Grad Tagestemperatur. Die Oberfläche wird auf jeden Fall abgekühlt sein. Ich denke, dass die Fische sich nicht an der Oberfläche aufhalten werden. Aber es ist natürlich schwer zu sagen, wie das natürlich auf die Fische sich auswirkt, ob die jetzt ihr Fressverhalten ein bisschen eingeschränkt haben oder besser ihre Nahrungsaufnahme ein bisschen eingeschränkt haben. Da ist natürlich die Unterwasserwelt, das ist schwer zu sagen, wie es da unten funktioniert. Zum Moven ist mir eine Fische jetzt noch ein bisschen zu wenig. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, da sind jetzt noch mehrere gesprungen, würde ich rüber wechseln. Auf einer anderen Position aus könnte ich besser darauf anwerfen. Aber wir haben noch genug Zeit. Jetzt warte noch, schaue, ob ich vielleicht noch ein, zwei Fische mehr sehen kann. Und dann könnte es sein, dass ich vielleicht move, aber jetzt habe ich einen Fisch in meinem Areal gesehen, wo ich gerade am Angeln bin, einen im anderen Arealbereich. Und da ist gerade momentan so 50-50 Chance, um da jetzt rüber wechseln. Das werde ich jetzt ein bisschen abwarten. Werde jetzt trotzdem ab und zu mal rüberlaufen in einen anderen Abschnitt, da mal ein bisschen schauen. Und dann einfach mich so darauf anpassen, flexibel bleiben einfach. Aber für mich ein bisschen immer ein bisschen schwierig, weil ich angle hauptsächlich nur vormittags, also ich muss nachher noch zur Arbeit und so. Und ja, muss ich mir immer das Beste daraus machen. Und ja, es geht nicht immer glimpflich aus. Kann auch nicht immer was fangen. Vor allem, weil ich jetzt einen völlig anderen Abschnitt, völlig instant gekommen bin. Kann es auch passieren, dass ich hier einen Blank hinlege. Schwer zu sagen, weil ich weiß nicht, wie die Fischaktivität hier ist, generell ist, momentan. Aber ja, wir werden sehen. Ihr habt noch ein paar Stunden. Lass mich überraschen.
habe eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran geglaubt, dass es einem Fisch geht. Es ist echt kalt geworden, ich habe sogar meinen winddicke Winterjacke angezogen. War gerade drüben am anderen Gewässer kurz schauen, da am Fisch springen sieht. Und dann ist meine rechte Route wie aus dem Nichts abgelaufen, voll am Durchlaufen. Musste gerade schnell herspringen. Konnte einen schönen Schuppi fangen mit so 12, 13 Kilo. Man hat zuerst gesagt, er wäre ein bisschen größer, aber laut der Waage nur 13 Kilo, aber echt Hammerfisch. Mich freut es, dass es doch geklappt hat. Geil! Lass euch mal diesen geilen Schuppi an. Schöner dicker Bauch. Hammer im Drill gewesen. Immer schnell an die Oberfläche gekommen. Echt schön gezogen. Freut mich, dass es echt geklappt hat. Hätte echt nicht dran geglaubt. Aber so kann man sich täuschen. So wird der Vormittag doch noch zum Erfolg. So, Fisch habe ich jetzt versorgt. Wie gesagt, es kam jetzt wie aus dem Nichts eigentlich. Jetzt danach noch einen Fisch bringen sehen. Danach habe ich zeitlang nichts mehr gesehen. Es ist eh schon fast 10, Viertel nach 10. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Und dann lief die Route ab wie aus dem Nichts. Ja, zum Erfolg kam natürlich ein weißer Pop-up drauf. Mit dem ummantelten Köder, weil ich fische jetzt meistens im Winter durch, auch im Sommer durch, fische ich solche ummantelte Köder. Der löst sich im Wasser halt langsam auf, je nach Wassertemperatur umso schneller, umso langsamer. Und ja, es hat geklappt, der Schuppi war gut im Drill. Immer schnell an der Oberfläche, habe ihn schon hergezogen und ja, er hat größer gewirkt im Kescher, aber lag dann doch bei 13 Kilo, aber das ist mir egal, ich bin instant hier. Ohne zu füttern, ohne gar nichts. Hab die Fische gesucht, gefunden und Schuppi gefangen. Jetzt wünscht man sich mehr. Jetzt mache ich schnell noch die Köder noch mal neu. Den Haken habe ich kurz angeschliffen. Hat schon noch eine Schärfe gehabt, aber nicht so, dass er mir am Finger kleben bleibt. Kurz angeschliffen, beköder ihn jetzt noch, wirf die Rute noch mal raus. Lass ihn noch eine Viertelstunde liegen und dann kann sein, dass er wahrscheinlich muss ich ihn eh wieder zusammenpacken. Ja, aber es ist ein erfreulicher Vormittag. Ein kleines Fazit zu meiner Art Angelei, die ich eigentlich ausübe, weil ihr wisst ja, wegen meiner Familie und Arbeit arbeite ich ja im frühen Nachmittagbetrieb und deshalb ist meine Angelei hauptsächlich vormittags am Laufen und ab und zu mal nachmittags, aber hauptsächlich am Vormittags, weil da finde ich, ist die beste Beißzeit und klar, Nächte mache ich dann schon auch mal im Jahr, aber hauptsächlich vormittags und der Vorteil einfach darin, was ich persönlich finde, ist, ich kann mir an die ganzen Wetterverhältnisse anpassen. Also ich bin nicht gebunden ans Wochenende, dass ich nur Wochenende gehen kann. Ich kann meine Wetterverhältnisse anpassen. Jetzt momentan ist es echt grausig draußen. Wir haben hinten an den Bergen, vielleicht sieht man es, ist Schnee oben. Und es ist momentan echt sehr kalt. Und trotzdem bin ich raus, weil es einfach der beste Tag der Woche war. Bevor das Wochenende kommt, wo es wieder wärmer sein soll. Ich bin nicht gebunden an einen Platz. Also ich habe keinen Platz. Ich füttere nie einen Platz vor, tue ich nicht. Es sei denn, ich habe wirklich einen Herbstplatz oder einen Winterplatz. Aber ansonsten füttere ich nie einen Platz vor. Also ich gehe einfach spontan raus, entscheide mich, okay, dieses Gewässer schaue ich mir heute an. Da, wo ich Fische sehe, da werde ich einfach angeln. Deshalb bin ich da einfach auch sehr flexibel, was das angeht, einfach um Plätze schnell zu tauschen. Also ich kann da angeln, bin auch nicht gebunden an einen Platz. Deshalb finde ich diese Art Angelei einfach für mich einfach die beste Angelei. Und ich finde es auch sehr interessante Angelei, weil ich lerne verschiedene Gewässer kennen, lerne sehr viele neue Spots kennen. Was ich andersrum, wenn ich einen fixen Platz habe und da beim Futterplatz angle, nicht habe. Da habe ich nur das Areal, wo ich da eigentlich füttere und das Areal, wo ich eigentlich befische. So bin ich viel flexibler, kann mir alle Abschnitte anschauen, überall mal einen Fisch fangen. Und es freut mich umso viel mehr, dass ich in allen Abschnitten mal ein bisschen was fangen kann, ein bisschen was sehen kann. Und deshalb liebe ich diese Art Angelei einfach. Und ihr seht es ja, wenn ihr in meinen Videos, ich fange vormittags auch wirklich sehr gut Fisch. Und auch die Großen und so auch. Ich finde vormittags auch eine sehr gute Beißzeit und deshalb tue ich es auch gerne. Und ja, es klappt für mich passt. Wollte ich mal ein kurzes Fazit geben, meine Art Angelei.
war gerade dran, das Gröbchen zusammenpacken, wollte jetzt gehen, auch gleich mal die Ruten rausnehmen, weil ich noch zur Arbeit muss. Dann ist meine rechte Rute nochmal abgedampft. Also der Fisch hat extrem gezogen, also ich konnte ihn kaum bremsen. Und dann habe ich ihn Gott sei Dank rausbekommen. Ein paar Mal ist schon ein bisschen im Kraut stecken geblieben. Da ging mir echt ein bisschen Muffe, dass ich ihn verliere. Und dann kam ein schöner Schuppi zum Vorschein. Und ich kann das Video damit schön abschließen. Ach. Schaut mal diesen schönen Schuppi an. Echt schön kampfstark. Musste ein bisschen schneller anpumpen. Er ist schon auch ein bisschen auf mich zugeschwommen. Deshalb habe ich ihn schnell eingekeschert. Echt schön. Vormittag hat sich echt gelohnt. Zwei schöne Fische, einen schönen Vormittag. Vier Stunden, viereinhalb Stunden angeln. Hat sich ausgezahlt. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Und ich konnte ein bisschen was mitgeben. Mitziehen, ein bisschen aufmachen. Und abonniert doch gerne meinen Kanal. Dann verpasst ihr meine Sessions nicht mehr, die ich vormittags immer mache, mit so schönen Fischen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin bin ich euer Just Fishing.